Ja, und inwiefern betrifft mich das alles, würde ich gern sagen, wäre allerdings die schlechte Antwort, denke ich. Warum habt ihr mir das nicht früher erzählt? Ich vertraute euch nicht. Ich vertraue euch noch immer nicht. Bloß weil die Seherin euer Kommen prophezeit hat, bedeutet das nicht, dass wir etwas über euch wüssten. Ich musste vorsichtig sein. Außerdem hatte ich keine Ahnung, dass Halaster einen Geas auf euch legen oder euch hier herunterschicken würde. Mein erstes Ziel bestand darin, der Valchares im Unterberg Einhalt zu gebieten. Alle anderen Überlegungen mussten hinter diesem Ziel zurückstehen. Was mich noch nebenbei interessiert, wie konnte die bitte den Erzteufel an sich binden? Das wissen wir nicht. Vielleicht mit Hilfe eines Artefakts oder eines uralten Rituals. Doch egal, wie sie es schaffte. Das Resultat ist höchst beeindruckend. Die Priesterinnen der Lolth sind ihr gegenüber machtlos. Und die großen Häuser haben vor ihr das Knie gebeugt. Auch viele andere Völker des Unterreichs sind so eingeschüchtert, dass sie sich ihr angeschlossen haben. Was schlagt ihr also vor? Eine gute Frage. Was sollen wir jetzt tun? Es gibt nur eines, was ich tun kann. Ich muss der Göttin vertrauen. Und das heißt, dass ich euch vertrauen muss. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Der Tiefling tritt vor. Er ist höchst beunruhigt. Seid ihr sicher, Seherin? Was wissen wir denn überhaupt über diesen Mann? Er könnte uns alle in den Tod führen. Die Seherin hebt ihre zarte Hand und gebietet ihm zu schweigen. Unser aller Leben spielt hier keine Rolle, mein guter Valen. Die Valchares muss mit allen Mitteln, unter allen Umständen aufgehalten werden. Und Mick ist die entscheidende Figur in diesem Spiel. Ihr wisst, dass ich euren Glauben nicht teile, Seherin. Ich werde mein Leben jedenfalls nicht wegwerfen, indem ich blindlings jemandem folge. Niemand von uns sollte das tun. Ihr habt uns unzählige Male gerettet, Valen, aber die Armee der Valchares wird sich schon bald gegen uns stellen, sich schon bald gegen uns in Marsch setzen. Cool. Selbst eure unbestreitbaren Fähigkeiten im Kampf werden nicht ausreichen, um uns zu retten. Der Tiefling verzieht das Gesicht. Ich werde mich eurem Urteil beugen, Seherin. Aber was macht euch eigentlich so sicher, dass dieser Fremde das Heer der Valchares aufhalten kann? Nebenbei ganz kurz, bevor ich es vergesse, bevor es nicht geklärt wird. Tieflinge, ihr seht, haben einen Schwanz hier, so, hinten, meine ich, ne, egal. Ja, und sind im Prinzip eigentlich ganz einfach erklärt, Leute mit Dämonenblut in den Adern. Jetzt nicht unbedingt, das Kind eines Dämons, sondern eher, sagen wir, der Ur-Ur-Ur-Opa war mal ein Dämon. Der hat dann mal irgendwie so eine Frau so unterwegs im Urlaub, so, ihr wisst, und dann Generationen später. Jetzt die erste Generation direkt nach so einer Verbindung ist nicht so humanoid wie der hier. Die sind dann doch noch etwas dämonischer und mächtiger. Ja, also weiter. Ihr wisst Bescheid. Die Seherin dreht sich um und schaut euch an. Mick, ich weiß, ihr seid ein Kleriker von großer Macht. Aber ihr seid weit mehr als das. Ihr allein könnt uns vor der Valchares retten. Und ja, passt schon. Das Vertrauen, das ihr in mich setzt, ehrt mich. Passt. Alle Drow hier in Lif-Myatar, okay, werden sich der Valchares entgegenstellen. Sie ist unsere gemeinsame Gegnerin. Doch selbst unsere vereinte Stärke wird nicht ausreichen, das Heer der Valchares zu besiegen. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass ihr einen Weg findet, unsere Truppen zu stärken oder die Armee der Valchares und ihrer Verbündeten zu schwächen. Naführa kann euch dabei helfen. Ich kann euch mit Informationen über Verbündete der Valchares versorgen und weiß auch, wo ihr sie findet. Wir sollten bei ihren Verbündeten ansetzen. Entweder wir schlagen über ihre Freunde zu, oder wir versuchen, sie auf unsere Seite zu ziehen. Der Tiefling Valen fügt hinzu. Auch ich kann euch helfen, Mick. Ich weiß viel über die Legenden des Unterreichs. Ich habe Gerüchte über mächtige Artefakte und mögliche Verbündete gehört. Wir könnten versuchen, sie für uns zu nutzen. Ich dachte, ihr traut mir nicht. Mein Misstrauen ist keineswegs überwunden. Aber wenn ihr wirklich der Retter seid, für den die Seherin euch hält, solltet ihr eine Chance bekommen, es zu beweisen. Ihr seid also nicht allein bei eurer Aufgabe, Mick. Naführa und Valen werden euch unterstützen. Sie sind beide bestens über das Unterreich und die Valchares informiert. Zögert also nicht, sie um Hilfe zu bitten. Ich hoffe inständig, dass ihr einen Weg findet, uns zu stärken oder die Valchares zu schwächen, bevor ihre Armee über uns herfällt.
Alles klar, ich werde dann jetzt gehen. Bleibt gesund und seid gesegnet, mein Freund. Darf ich jetzt endlich mein Level verteilen? Ich danke euch dafür, denn ich bin Level 18. Scheiß die Wand an, endlich mal. 21, 21, 20 und wieder mal ein neues Talent. Ja, es sind noch die gleichen Talente, Fertigkeiten, Dinger hier jetzt wie eben, wie bisher überhaupt. Sobald wir aber Level 20 erreichen, werden dann neue in die Liste dazukommen. Weil das ist so eine magische Grenze, von wegen bist du ein Mensch oder fängst du an, Halbgott zu werden. Und dann gibt's neue Talente. Tja, was mache ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ist die gleiche Überlegung wie immer, ne? Muss immer nachdenken, ja, blöbel, was mache ich denn für einen Scheiß? Schnell zaubern, ja. Lautlos zaubern, ne. Gestenlos zaubern, durchschlagende Zauber. Abhärtung. Ja, Abhärtung, ein Lebenspunkt pro Level als Bonus. Also jetzt 18 Leben, dann Bonus. Tja. Ich weiß nicht genau. Wie wäre es mit Zaubereffekt maximieren vielleicht, ja? Belegt 3 Grad höher. Naja, ist doch vielleicht was, oder? Gibt's irgendwas, was mich immer aufregt, weil es zu kurz ist oder so? Zauber ausdehnen? Nö, nicht wirklich. Ach, nee, meine Zauber sind gut so verteilt, wie sie jetzt sind. Das bräuchte ich nicht. Ich könnte immer noch Waffenfinesse jetzt nehmen und die Armbrust noch etwas besser treffen lassen, aber ist ja auch nichts irgendwie. Umgang mit neuen Waffen. Gezielter Schlag. Ach, ich glaube. Ja, ich glaube, ich mache durchschlagende Zauber. Was meint ihr? Ich mache inzwischen doch so oft Hammer der Götter und dann hier mein Feuersturm und alles Mögliche. Das sind doch schon des Öfteren direkte Angriffszauber. Und so habe ich eine höhere Chance, Zauberresistenz von Gegnern zu überwinden, wenn ich das so mitnehme. Ja, ich würde sagen, es hört sich nicht vollkommen sinnfrei an. Also, nehmen wir es mal. Bei 171.000 Erfahrungspunkten kriege ich mein nächstes Level ab. Tja, also wir sitzen mitten in der Pampa hier. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal setzen, oder? Denn das war Let's Play... Nee, Play. Neverwinter Nights Part 15 war es, oder? Oder 14? Scheiße. 14? Okay, gab's noch nicht. Dann hat's anscheinend gestimmt, ne? Zeig her. Ja, nee, scheiße. Es gibt doch schon Part 14. Ach, verdammte Axt. Hier drüber schreiben, ja... Nee, bitte benenn's doch neu, ja... 15 ist das nämlich. So, stimmt's jetzt? Gut, jetzt stimmt's. So, also das war Let's Play Neverwinter Nights. Ein weiterer Teil. Wir sind wieder allein, aber mächtiger denn je, wie immer. Tja, schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Hauptsache, ich habe den Djinn noch, dann ist alles noch... Hab ich den Djinn noch? Hab ich den? Ja, ich habe den Djinn noch. Alles ist gut. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.